Hey Leute, herzlich willkommen bei Pandido und viel Spaß mit unserer Playmobil-Polizeigeschichte. Kevin sprengt den Tresor. Mal sehen, was passiert. So, ein neuer Arbeitstag. Mal sehen, was heute alles ansteht. Heute ist ein schöner Tag, es gibt eine große Veranstaltung am Shopping Center, aber dort ist schon alles geregelt. Officer Weasley ist vor Ort. Ah, und ich sehe, die Bank ist wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Vermutlich noch 2 Wochen. Und wie ich sehe, ist da nur eine Wachperson eingeteilt. Das ist zu wenig, da werde ich sofort noch jemanden hinschicken. So, das wäre notiert. So, jetzt noch schnell einen Schluck Kaffee. Ah, das hat gut getan. Und jetzt weiter mit den Akten. Insofern heute kein Einsatz mehr reinkommt, werde ich hier noch eine ganze Weile sitzen. So, dann wollen wir mal. Heute werde ich endlich die Bank überfallen. Nach monatelanger Planung ist es endlich soweit. Ab heute ist die Bank geschlossen wegen Renovierungsarbeiten. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist auch nur ein Wachmann vor Ort. Das heißt, nun kann ich endlich zuschlagen. Okay, dann gehe ich jetzt am besten nochmal die ganze Liste durch. Sicher ist sicher. Punkt 1. Ausrüstung zusammenpacken. Da müsste ich eigentlich schon alles haben. Ein Sack für die Beute. Eine Pistole, eine Stange Dynamit, um den Tresor zu sprengen und mein Skateboard als zusätzliches Fluchtfahrzeug. Ja, okay, das war's. Check, Haken dran. Das muss ich jetzt nur noch alles ins Auto packen. Also, nun zum Ablauf. Nachdem ich alles ins Auto gepackt habe, fahre ich zur Bank und suche meinen Parkplatz in der Nähe. Natürlich so, dass der Wachmann mich nicht sehen kann. Ich bin ja nicht doof. Als nächstes schleiche ich mich in die Bank. Ich habe schon eine Seitentür präpariert, damit ich unbemerkt eindringen kann. Danach wird der Tresor gesprengt. Oh, das wird lustig. Sobald der Tresor offen ist, darf ich keine Zeit mehr verlieren. Rein da. Dann muss ich schnell das ganze Gold einsammeln, aber das muss ich mir nicht aufschreiben. Das vergesse ich ja sowieso nicht. Zurück ins Fluchtauto und nix wie weg. Das wird alles so schnell gehen, die Polizei wird gar nicht wissen, was da passiert ist. Okay, der Plan steht. Na dann, los geht's. Okay, alles Wichtige ist im Auto verstaut. Da kann nichts mehr schief gehen. Na dann mal los. Ach, ich bin ja so gut vorbereitet. Das wird Kevins größter Coup. Hey, was ist denn jetzt los? Ah, das darf doch nicht wahr sein. Da will ich einmal Auto fahren und dann das. Ich brauche das Auto. Ohne Auto kann ich die Ausrüstung und die Beute nicht richtig transportieren. Und mit dem Skateboard allein wäre ich viel zu langsam. Na toll. Na gut, mal gucken, was der Wagen hat. Blödes Auto. So, das sollte deine Lehre sein. Okay, und ein neuer Versuch. Okay, perfekt. Na dann, ab zur Bank. Ist ganz schön viel los in der Stadt, aber... Naja, bei der Bank sollte wohl alles leer sein. Die ist immerhin geschlossen. So, da wäre ich schon. Guter Parkplatz. Und da vorne ist auch schon die Bank. Okay, da will ich mal schauen, wie der Bewachungsstatus zurzeit aussieht. Was? 2 Wachen? Gestern war es doch nur eine Wache. Ich habe das genau beobachtet. Ich habe sogar ein bisschen gelauscht, um sicherzustellen, dass es auch bei einer bleibt. Na toll, das wirft den ganzen Plan durcheinander. Jetzt kann ich nicht mehr durch die Nebentür. Die wird jetzt zu gut bewacht und wahrscheinlich laufen die sogar Patrouille. Na gut, dann versuche ich es halt in der Hintertür. Das sollte wohl machbar sein. Okay, dann hole ich mal meine Sachen und schleiche mich nach hinten. Oh, ist ja auch so langweilig. Jetzt ist doch echt nichts los, wenn die Bank geschlossen ist. Warum stehen wir hier überhaupt? Ja, das stimmt. Aber wir müssen immer wachsam sein. Nicht, dass hier jemand einbricht. Also, alles ganz genau im Auge behalten. Ja, du hast recht. Aber hier kommen ja nicht mal Passanten vorbei. Völlig langweilig. Okay, hier ist die Hintertür. Weit und breit niemand zu sehen. Perfekt. Okay, dann mache ich mich mal ans Werk. Zum Glück habe ich diesmal das Brecheisen eingepackt. Habe ich schon viel zu oft vergessen. Komm schon. Los jetzt. Oh, so. Ja, okay. Tür ist offen. Immer noch niemand zu sehen? Nein, nein. Sehr gut. Ja, schnell rein da. Boah, das gibt's ja nicht. Ganz schön eng, diese Tür. Da bin ich. Da ist das gute Stück. Und immer noch weit und breit keine Wache zu sehen und keinen Alarm zu hören. Gut, dann wird es jetzt Zeit für... Wo ist es denn? Wo habe ich es denn? Ich hab's auch mit, oder? Ah, hier. Das gute alte Dynamit. Mein Plan geht auf. Endlich. Kevins große Stunde. Okay, also das kommt hier dran. Oh, herrlich. Als hätte es schon immer dorthin gehört. So, jetzt nur noch anzünden und dann schnell in Deckung gehen. Dafür habe ich extra diese Streichhölzer besorgt.
Oh Mann, das darf ja jetzt nicht wahr sein. Warum funktionieren die Dinger nicht? Oh mein Gott, das ist jetzt Streichholz. Das muss jetzt einfach klappen. Bitte. Oh, zum Glück, zum Glück. Okay, jetzt aber schnell, bevor es ausgeht. Schnell anzünden. Und Entdeckung. Wenn das Ding gleich hochgeht, muss ich schnell sein. Mir die Beute schnappen, dann nichts wie weg, bevor die zwei Polizisten reinkommen. Aber bevor die das geschnallt haben, bin ich schon längst über alle Berge. Oh, ich überlege schon, was ich wohl als erstes mit dem ganzen Geld anstellen werde. Vielleicht eine Kreuzfahrt. Oh ja, das wäre toll. Erstmal ab in den Süden, bis sich die Wogen hier geglättet haben. Und dann kann ich ihn rüberlegen, für was ich den Rest der Kohle ausgebe. Na, langsam sollte es doch aber mal knallen. Na, was ist denn da los? Das Ding hätte schon längst hochgehen müssen. Ist die Zündschnur etwa ausgegangen? Oh, da muss ich wohl mal nachschauen. Das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Und das war auch mein letztes Streichholz. Wenn das nicht mehr brennt, dann... Oh, oh, oh. Wow. Wow, das kann doch von drin, oder? Schnell, wir müssen nachsehen. Ja, sofort. Eieiei, das war unerwartet. Aber gut, ich hätte ohnehin kein Streichholz mehr gehabt. Jetzt aber fix. Haha, so viel Gold. Ich bin reich, ich bin reich. Oh, das reicht ja für 100 Kreuzfahrten. Ach, was sag ich? Ich kaufe mir einfach 100 Schiffe. Okay, schnell alles einpacken. So, das wär's. Und jetzt ab zum Auto. Oh, komm schon. Ich komm nicht raus. Er ist zu breit. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich muss was rauspacken. Sonst komme ich nicht aus der Bank. Und ins Auto passt der Sack wahrscheinlich auch nicht. Oh, wie traurig, ihr kleinen Babys. Aber ihr müsst hier bleiben. Okay, jetzt sollte es aber klappen. Und... Gut, geschafft. Jetzt könnte ich ja eigentlich die anderen von drin wieder rausholen. Ich stehen geblieben. Okay, egal. Ich muss den Rest wohl zurücklassen. Nichts wie weg. Okay, das nächste Mal plane ich noch ein bisschen besser. Aber es hat geklappt und ich bin gleich am Auto. Okay, geschafft. Jetzt rein ins Auto mit dir. Und Abfahrt. Stehen bleiben! Hey, bleib sofort stehen bleiben! Stehen bleiben! Hey, stehen geblieben! Okay, wir brauchen dringend Verstärkung. Ja, das stimmt. Ich funke sofort Toni an. Die kriegen mich niemals. Bis sie mich eingeholt haben, bin ich längst über alle Berge. Oh nein, sie haben Verstärkung gerufen. Okay, ich muss aufs Gas drücken. Ha, davon ist er. Zielperson gesichtet. Du entkommst mir nicht, Freundchen. Das ist ein Fall für Toni Räuberschreck. Die Gerechtigkeit wird siegen. Oh nein, sie holen auf. Er wird uns nicht entkommen. Bald haben wir ihn. Hagrid nimmt die andere Route und versucht, ihm zuvorzukommen. So leicht, dass ich mich nicht fange. Ich habe nicht umsonst so ein schnelles Auto. Tja, Freundchen, du denkst, du kannst uns einfach davonfahren. Vergiss es. Nein, der Polizist ist ganz schön hartnäckig. Nein, was ist das? Oh, bitte nicht schon wieder der Motor, nicht jetzt. Oh Gott, ich kann ihn mir richtig lenken. Wow. Wow. Komm schon, du Krücke, spring an! Oh, dieses blöde Auto! Zum Glück habe ich an mein Skateboard gedacht, weil ich so schlau bin. Damit fahre ich ihn davon. So. Und tschüssi! Ich bin so klug! Schön liegen, mein Freundchen, du bist verhaftet. Langsam die Beute zur Seite schieben und Hände hoch. Oh nein! Gut so, und jetzt steh langsam auf. Oh nein, mein Plan war doch so perfekt. Tja, anscheinend nicht und... was? Ach, Kevin? Kevin, bist du das? Was ist denn mit deinen Haaren passiert? Ach, nur eine kleine Explosion. Doofe Geschichte. Ach, ich hätte echt auf mein Horoskop hören und zu Hause bleiben sollen. So ein Pechtag heute. Oh Mann, da hat Kevin uns ja ganz schön auf Trab gehalten.
Aber jetzt kommt er erstmal ins Gefängnis, da wo er hingehört. Wenn ihr keine Geschichte mehr von Pandido verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Dafür klickt ihr einfach links oben auf das runde Panda-Logo. Und wollt ihr direkt weiterschauen, klickt auf eins der beiden Videos rechts von mir. Also dann macht's gut!